Bezieherkurven, erste Erkundungen, Kapitel 1. In diesem Video zeichnen Sie eine einfache Bezieherkurve und erkunden grundlegende Eigenschaften. Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter. Wir öffnen Bronzeichnung. Werkzeug, Kurve. Sollte das Symbol Kurve nicht in der Symbolleiste zu sehen sein, passen Sie die Symbolleiste entsprechend an und ordnen das Symbol Bleistift mit dem Text Kurve zu. Öffnen Sie die zugehörige Abreißleiste und klicken Sie dann auf das Symbol Kurve. Setzen Sie nun den Mauszeiger auf den Arbeitsbereich und ziehen Sie mit gedrückter Maustaste nach rechts unten. Dann lassen Sie die Maustaste los und bewegen die Maus nach rechts oben. Beobachten Sie, dass eine Kurve an dem Mauszeiger klebt und sich beim Bewegen der Maus anpasst. Beenden Sie nun das Zeichnen mit einem Doppelklick. Ihre erste Bezieherkurve ist fertig. Die Bezieherkurve sollte nun grüne Griffe haben. In diesem Objektmodus lässt sie sich, wie die meisten anderen Zeichenobjekte, transformieren, beispielsweise skalieren oder spiegeln. Die besonderen Eigenschaften von Bezieherkurven werden jedoch erst im Punktmodus sichtbar. Punktmodus, Ankerpunkte und Steuerpunkte. Klicken Sie auf das Symbol Punkte bzw. F8. Dies ist ein Umschalter. Der nächste Klick darauf bringt das Zeichenobjekt wieder zurück in den Objektmodus. Im Punktmodus hat die Kurve an den Linienenden kleine Quadrate. Diese stellen die Griffe für die Endpunkte der Kurve dar. Gehen Sie mit der Maus zu dem linken Quadrat, dort wo Sie mit dem Zeichnen begonnen haben. Sobald die Maus über dem Quadrat schwebt, ändert sich der Mauszeiger und erhält ein kleines Quadrat. Ein solcher Punkt ist ein Ankerpunkt und gehört zu der Linie, wie sie später in der Zeichnung zu sehen ist. Klicken Sie nun auf das Quadrat. Der Punkt ist nun ausgewählt und die Farbe des Quadrats hat sich geändert. Gleichzeitig erscheint eine gestrichelte Linie mit einem Kreis am anderen Ende. Dieser ist der Griff für einen Steuerpunkt. Gehen Sie mit der Maus zu diesem runden Griff. Nun erhält der Mauszeiger ein Symbol für Steuerpunkte. Hilfslinien. Klicken Sie auf den runden Punkt und halten die Maustaste gedrückt. Bewegen Sie die Maus etwa auf einem Kreis um den Ankerpunkt und beobachten Sie, wie sich die Kurve der Richtung der Hilfslinie anpasst. Die Hilfslinie zwischen Ankerpunkt und Steuerpunkt ist immer eine Tangente an die Kurve. Sie gibt an, in welcher Richtung die Kurve den Ankerpunkt verlässt. Nun bewegen Sie die Maus mit weiterhin gedrückter Maustaste so, dass die Richtung der Hilfslinie möglichst gleich bleibt, aber die Entfernung zum Ankerpunkt größer oder kleiner wird. Je weiter Sie vom Ankerpunkt weg sind, umso größer wird der Bogen der Kurve. Stellen Sie sich die Kurve als Spur der Bewegung eines Partikels vor. Wenn das Partikel den Ankerpunkt mit hoher Geschwindigkeit verlässt, benötigt es einen großen Bogen, um zum anderen Ankerpunkt zu gelangen. Die Länge der Hilfslinie entspricht der Geschwindigkeit des Partikels. Sonderfallsteuerpunkt auf Ankerpunkt. Nun wenden wir uns dem rechten Punkt zu, dort wo Sie das Zeichnen mit Doppelklick beendet haben. Klicken Sie auf den Endpunkt. Diesmal sehen Sie keine Hilfslinie. Aber wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, dass auf dem Quadrat ein Kreis zu sehen ist. Auch der Mauszeiger enthält das Symbol für einen Steuerpunkt. Nur wenn Sie mit dem Mauszeiger ganz am Rand des Quadrats sind, außerhalb des Kreises, erhält der Mauszeiger das kleine Quadrat für einen Ankerpunkt und der Klick wählt diesen Ankerpunkt aus. Hier liegen Steuerpunkt und Ankerpunkt direkt aufeinander. Der Steuerpunkt hat in einer solchen Situation gar keinen Einfluss auf den Verlauf der Kurve. Ziehen Sie an diesem rechten Steuerpunkt. Nun erhalten Sie auch hier die Hilfslinie. Umgekehrt ist es etwas knifflig, einen Steuerpunkt direkt auf einen Ankerpunkt zu legen. Das geht am besten, wenn Sie eine der unter dem Stichwort Fangen in der Hilfe beschriebenen Methoden benutzen.
Eine Anleitung und weitergehende Informationen in Schriftform finden Sie unter www.bibliothek-bayern.de.